Hallo, jetzt kommt. Was? Ihr könnt mich nicht sehen? Ich bin zu durchsichtig. Hey, ihr da drüben, macht mich ein bisschen stärker hier, ein bisschen mehr deutlich. Stopp. Ist jetzt besser? Immer noch zu wenig? Los, ich brauche noch ein bisschen mehr, mehr. Jetzt ist gut. Könnt ihr mich jetzt sehen? Da bin ich aber froh. Ich beginne nochmal. Okay, kommen wir zum 17. Teil der Geschichte. Wuff, wuff. Ich bin ganz schön froh, dass ich gestern Soja gerettet habe. Heute machen wir uns einen ruhigen Tag zu Hause. Soja, die putzt sich schon seit 15 Minuten. Sie leckt sich und leckt sich und leckt sich und leckt sich das Pfötchen. Das sieht aus wie eine neue Yoga-Übung. Sie möchte nicht gestört werden. Da kommt das Frauchen zur Tür herein. Und in beiden Händen trägt sie riesige Tüten, gefüllt mit Päckchen und Pakete, die alle ganz schön verpackt sind. Sie stellt die Tüten im Schlafzimmer ab und geht weg. Puff, puff, das riecht alles neu und interessant. Hey, Soja! Soja, komm mal her! Bruno nimmt sich ein Paket aus der Tüte und ruft Soja. Was ist da wohl drin? Soja, komm mal her! Aber Soja, die putzt sich ungerührt weiter und will nicht gestört werden. Bruno reißt das Papier vom Paket und da kommt zum Vorschein ein kleines Auto und ein schwarzes Teil mit so einer komischen langen Antenne dran. Bruno stößt mit der Nase dran und das Auto setzt sich in Bewegung. Ganz schön interessant. Er macht weiter und das Auto fährt im Zickzack durch das ganze Schlafzimmer. Da kommt ihm eine Idee. Er lenkt das Auto Richtung Soja, die immer noch ganz ruhig am sich putzen ist. Aber als das Auto auf sie zuschießt, macht sie einen Satz und springt im Sechseck. Sie springt auf den Weihnachtsbaum, aufs Sofa, an die Wand und auf den Boden und immer wieder dasselbe hin und her an die Tapete. Bilder gehen zu Bruch. Da die Weihnachtskugeln fallen zu Boden, die Vase geht kaputt. Boah, wuff, wuff, ist diese Katze schnell, denkt Bruno. So was habe ich ja noch nie gesehen. Soja kommt zum Stillstand. Sie steht wie eine steinerne Statue da, die ist ganz erstarrt vor Schreck. Das Wohnzimmer ist total demoliert. Alles ist kaputt. Soll ich weitererzählen? Nein, morgen. Ciao.